Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Bevor wir anfangen das Wochenende, eine erfreuliche Nachricht. Nach Monaten des Winterschlafs haben wir ein Baby wieder zurückgeholt. Seht selbst, ich bin happy, dass er wieder da ist. My bank think I'm selling dope, cause I'm paid way different, huh? 7 racks are publishing 2 times a day. Isn't it crazy? I don't talk a lot, but somehow sound contagious with it. Okay, she keep me in her mouth, now my name. Tell me who you love. Ja, der Audi ist zurück. Ja, ich habe ihn gestern geholt, natürlich direkt in den Schnee gefahren. Es war wirklich mega schönes Wetter die letzten Tage. Und ja, kaum habe ich den Karren geholt, fängt es wieder an zu schneien. Deswegen steht jetzt erstmal hier in der Halle, hat ja nur Sommerreifen drauf. Ich hoffe, dass ab nächster Woche das Wetter besser wird. Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt noch regeln muss, bevor er hier in die Saison starten kann. Die Batterie ist leider ja, nicht abgekämmt gewesen, natürlich ein Anfängerfehler. Jetzt gerade hier ist sie am Ladegerät dran. Und jetzt muss ich noch mein neues Cruise Safe verbauen. Ich habe ja hier vor kurzem das Evo 3 oder 3 Evo, keine Ahnung, das habe ich bekommen. Ich würde sagen, das mache ich als erstes und dann kümmern wir uns auch schon wieder um unser kleines Brandopfer hier, den Porno-Benz. Wir haben die Achse parat gelegt. Da gibt es eine kleine Neuigkeit. Wir haben ein bisschen umstrukturiert, was das hier jetzt angeht. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal alles zerlegen. Das Diff muss raus und so weiter und so fort. Deswegen halten wir uns dieses Wochenende daran, geben Vollgas an sämtlichen Projekten. Auch der E36 hat ein paar letzte Teile bekommen. In diesem Video an vielen Autos gleichzeitig am Arbeiten. Aber ich habe Bock. Ich würde sagen, wir legen direkt los. So, die Achse ist jetzt auch schon auf den Boden gewandert. Chris öffnet hier gerade die Schrauben vom Differential. Das müssen wir ja auch rausnehmen. Einige von diesen Armen hier sind schon gelöst. Das hat jetzt auf jeden Fall besser funktioniert im ausgebauten Zustand der Achse. Der BMW steht jetzt auch schon wieder hier drin. Denn wir wollen ja an dem noch weitermachen. Audi ist aktuell draußen. Den habe ich hier jetzt mal abgestellt mit einem Kabel, denn die Batterie ist natürlich noch nicht voll geladen. Ich habe da so ein Gerät, wo die irgendwie erst entlädt und dann wieder voll auflädt. Hab die Hoffnung, dass das irgendwie die Batterie noch rettet. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Das ist eine uralte Batterie. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann kaufe ich jetzt auch keine neue auf die Schnelle. Wie gesagt, BMW ist jetzt hier auch noch, denn der bekommt ein paar Goodies, genauso wie der Golf 2 da hinten. Ich überlege jetzt noch, welchen ich anfange. Ich denke mit dem Golf 2. Dann habe ich das erledigt, denn der soll nächste Woche zum TÜV. Differential ist draußen. Das muss aber jetzt auf jeden Fall erstmal gesäubert werden und am Schluss dann auch entrostet werden und natürlich auch neu lackiert werden. Wenn Chris hier am Schmodder entfernen ist, habe ich bereits den Golf 2 ein bisschen rausgeschoben. Ihr seht, die Motorhaube ist offen, denn ich hatte es schon mal angekündigt, unsere Ventildeckeldichtung sifft. Vor allem da hinten auch läuft Öl runter und das ist natürlich nicht so geil. A, zum Fahren, B, auch für unseren TÜV-Termin. Ich habe mir dafür jetzt hier eine neue besorgt, habe direkt eine aus Gummi genommen. Aktuell ist wahrscheinlich noch eine Korkdichtung verbaut, die ist original drin gewesen. Hier ist es dann wichtig, dass ich auch die passenden Stehbolzen dazu habe, denn das sind andere, wenn man auf Gummidichtung umbaut. Falls der schon eine Gummidichtung hat und der Vorbesitzer es richtig gemacht hat, sollten die schon drin sein. Wenn nicht, dann tausche ich die natürlich noch und hoffe danach ist dann alles dicht. Ich würde sagen, jetzt zerlege ich das Ding erstmal und wir gucken es uns an. Einigermaßen gut funktioniert, ein paar Stehbolzen haben noch Probleme gemacht, aber es sind jetzt auch alle Stehbolzen weg. Ich habe hier die Dichtfläche schon sauber gemacht. Chris ist jetzt heiß, denn er hat natürlich parallel dazu hier schon ordentlich entrostet und wir werden jetzt erst diese Seite hier lackieren. Später können wir ihn dann da draufstellen und das restliche Diff auf einmal dann lackieren. Das ist unsere Abdeckung von unserem Zahnriemen. Innen noch okay, außen alles andere als schön. Und ich meine, es ist kein Show-and-Shine-Motorraum, aber wenn das jetzt wenigstens nicht mehr so mega rostig hier ist, das wäre schon die halbe Miete. Deswegen schmeißen wir die Maschine hier einmal an, machen das komplett blank und lackieren es natürlich. Oh, da geht doch was. Sehr geil. Dauert jetzt ein bisschen, aber Chris macht das ja gern. Ich kümmere mich dann um den Deckel, während er hier weiter am Lackieren vom Diff ist. Du hast meine Querlenker gemacht, ich mache deine Teile. Siehst du mal. Wie neu! So, da kommt jetzt gerade die erste Schicht Rostumwandler drauf. Ich überlege noch, wie ich das jetzt hier mache, denn den Strahl ist natürlich blöd. Ich möchte hier nirgends Strahlgut drin haben. Ich überlege, den eventuell mit der Hand zu schleifen, aber das überlege ich mir jetzt gleich noch. Während der eine Rostumwandler trocknet, sind wir hier schon soweit, die erste Schicht schwarz drauf zu machen. Nitrofest, beziehungsweise
hält das dann auch mal Öl und Sprit aus. Bei dem Ventildeckel ist es mir jetzt zu heiß im Strahlen. Wir haben ihn jetzt erstmal entfettet. Sieht schon besser aus wie davor auf jeden Fall, ohne den ganzen Schlarz. Aber noch nicht wirklich schön, deswegen nehme ich jetzt da den Rost runter. Wir versuchen das wieder mit dieser Kupferdrahtbürste. Und danach lackieren wir den genau, wie jetzt gerade das erste Teil, ihr gesehen habt. Ich habe es dann am Schluss nochmal mit der Hand nachgeschliffen, damit sicher auch das grobe Zeug mal alles unten ist. Jetzt kommt hier, wie gesagt, unser hitzefester schwarzer Lack. Baumarkt, Real, wie auch immer. Aber hält erstaunlich gut. Also beim Audi haben wir bis jetzt echt geile Ergebnisse erzielt damit. Und ich sag mal so, also im Vergleich zu davor, ne? Unterschied von Tag und Nacht. Während hier jetzt beide Lackgeschichten am Trocknen sind, sieht schon wirklich richtig sexy aus, habe ich eine erfreuliche Nachricht heute zu verkünden. Und zwar nach Monaten ohne Kaffee hier in der Werkstatt, haben wir endlich unsere neue Maschine am Start. Ist in die Reparatur gegeben, konnte nicht mehr repariert werden, also einmal nuevo hier jetzt in der Halle. Aber wieso blinkt er jetzt hier? Okay. die ist bestimmt nicht kaputt, ich bin nur zu doof. Ich lese erst nochmal die Anleitung. So, ich hab's im Griff, Milchschäumer ist am Start, einmal entlüftet und jetzt läuft hier auch wieder unser braunes Gold raus, meine Freunde. Geil! Wo ich hier gerade dabei bin, hier ein bisschen schick zu machen im Motorraum, habe ich gesehen, eine Sache stört mich noch enorm. Und das ist eigentlich leichtest, das wieder schön hinzukriegen. Und zwar hier, das ist ja mehr grau wie schwarz. Ich versuche das jetzt noch irgendwie schön schwarz zu kriegen. Wir haben da ein paar Mittel für Kunststoff, weil das würde dann natürlich nochmal einiges ausmachen hier im Motorraum. Wenn man schon mal dran ist, kann man es auch gerade machen. Motorraum ist jetzt auch wieder zusammengebaut. Generell habe ich jetzt noch alles ein bisschen geputzt. Das könnte man ein bisschen sauber machen. Was? Warte. Scheiße, wieso musstest du mir das jetzt zeigen? Ja, das muss ich schon machen. Wir wollen ja nicht so früh nach Hause gehen heute. Vorher, nachher. Macht schon für die Kleinigkeiten, die wir jetzt hier geregelt haben, viel aus. Er läuft auch noch, er ist dicht. Ich habe ihn mal ein bisschen laufen lassen. Ja, eigentlich ein Erfolgserlebnis. Hier drüben trocknet jetzt auch schon der Lack auf dem Differential. Das wird auch richtig sexy, Chris. Also da bin ich überzeugt von, dass das eine gute Entscheidung war, hier alles zerlegen und einmal schick machen. Und während das jetzt trocknet, haben wir hier noch ein kleines Highlight. Und zwar hat der Roland uns das mitgebracht. Eine VR-Brille. Ich hatte mal so einen Karton, wo du so ein Handy reinmachen kannst. Aber das war voll für den Arsch. Das Ding ist wohl ein bisschen was anderes. Ja, überrasch mich mal. Mach mal einfach irgendwas an, okay? Das fühlt sich halt... Hier, nimm mal die... Alter, Mann, ich zitter voll! Hier, dekadent hat das hier. Wein mit Küche. Krass, Mann. Alter, das ist geil. Oh, fuck. Alter. Alter. Boah, da wird richtig schlecht. Ey, Leute, ich sag's euch, mir ist so schlecht jetzt gerade, ey. Aber Chris fühlt's noch. Chris, steh mal auf, komm, trau dich. Ja, komm. Ich hab hier mal das Paket, ne, wa? Weißt du, sogar bei der VR-Brille muss ich erstmal aufräumen. So, wir sind wieder zurück, angekommen in der realen Welt. Ich sag euch, an dem Tag, wo man auf VR-Brillen Autos schrauben kann, ist hier vorbei, dann gibt es hier nichts mehr mit Hallenschrauben. Dann schön gemütlich im warmen Wohnzimmer schrauben wir in unseren Projekten. Stellt euch das mal vor, wie wild, Mann. Wir packen jetzt zusammen, morgen fahre ich einen BMW hier wieder rein. Da haben wir natürlich noch ein paar Teile bestellt, die wir verbauen wollen. Und hier am Unterboden wird noch ein transparentes Wachs aufgetragen. Was genau, seht ihr dann, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. So, ist der nächste Tag und ja, ich bin ja seit kurzem hier wieder mit meinem Audi unterwegs. Hat aufgehört zu schneien, es ist trocken und jetzt kann ich mit gutem Gewissen diesen Wagen auch fahren. Mein Plan ist wirklich, den auch dieses Jahr öfters zu fahren, also wirklich nicht nur auf Treffen, weil wahrscheinlich werden gar keine Treffen stattfinden. Und es wäre aber schade, den nicht zu fahren, denn der fährt sich wirklich mega gut. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die müssen wir noch machen, unter anderem hier in meinem Display, man sieht es.
Airbag leuchtet auf und noch unser Ölsensor ist am Leuchten. Das liegt daran, dass dieser 1.8 Turbomotor, den wir hier eingebaut haben, den Stecker an der Ölwanne nicht hat, den es original bei meinem Saugermotor hatte. Und somit spuckt er uns hier noch einen Fehler aus. Ich habe ja hier jetzt meine externe Anzeige. Dort habe ich meinen Öldruck, meine Öltemperatur, meine Volt im Blick. Deswegen können wir das einfach ausprogrammieren. Dafür benötige ich aber Hilfe von einem Spezialisten, denn so tief ins Steuergerät komme ich nicht rein. Alles in allem macht es auch einfach mega Spaß, endlich mal wieder ein Auto mit Leistung zu fahren. Ja, falls ihr wissen wollt, was genau passiert ist, das Ding hatte ich gerade in der Hand, als ich durchbeschleunigt habe. Vom ersten in den zweiten hat er sich verabschiedet. Also da brauche ich auf jeden Fall einen neuen. Das ist gefährlich, wenn man mal durchzieht und auf einmal huch. Aber naja, macht immer noch Spaß. Es ist einfach unglaublich geil, wie giftig dieses Schiff ist. Ihr müsst überlegen, das ist ein fucking A6, eine Limousine, eine Operkarre. Und der hat wirklich bis zum dritten Drehen die Reifen hier durch. Es ist einfach geil. Es macht einfach mega Spaß, Mann. Also ich fahre jetzt zurück in die Halle und dann würde ich sagen, reißen wir heute noch gut was am E36. Ja, was ist heute der Plan am E36? Wir fangen erstmal von hinten an. Okay. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass hier alles geklärt wird. Ihr seht schon, die Kabel hängen hier noch rum und so. Das heißt, die ganzen Abdeckungen kommen hier hinten drauf. Ja, da war früher mal unser Scheibenwischer, den wollen wir ja nicht mehr haben. Um das hier schön gecleant zu haben, habe ich einen Glaspropfen gekauft, der hoffentlich passen wird. Den werden wir mit Scheibenkleber einkleben. Chris hat das schon ein paar Mal gemacht, deswegen überlasse ich ihm das sehr gerne. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch schon direkt an. Jetzt wird hier einmal noch gesäubert. Dann zeige ich euch gleich den Propfen und dann kleben wir den ein, dass das schön trocknen kann. Und in der Zeit arbeiten wir uns da nach vorne, denn ich habe einiges an Teilen bestellt. Denn der Plan ist ja, dass dieser Wagen möglichst bald zum TÜV kann und da braucht es nicht mehr viel. Deswegen halten wir uns jetzt auch auf jeden Fall direkt ran. Ich habe mal wieder gespart und habe keinen Kleber dazu bestellt zu diesem Glaspropfen. Hier seht ihr ihn. Ich hab vergessen. Was? Ich glaube, ich habe am falschen Ende gespart. Marvin, seinen Geist muss man uns wieder improvisieren. Das war kein Geist, aber ich dachte, hey Alter, wir haben doch Kleber, warum sollte ich das teuer kaufen? Aber ich wusste, du kriegst das hin. Ich glaube halt an dich. Alter, ich habe Muskelkater, ey, ich sag's dir. Ich hoffe, es liegt nicht an das Hintermetall vom Audi, Mann. Das wäre ja bitter, Mann. 2 Tage Audi gefahren, schon Muskelkater. Ich glaube, ich werde alt. Ihr müsst wissen, solche Glaspropfen, die sind immer 2 mm ungefähr kleiner im Durchmesser wie das Loch selbst, einfach damit man keine Spannung auf dem Glas kriegt und dir die Scheibe dann springt. Deswegen haben wir ein bisschen Spielraum, um da ein bisschen Scheibenkleber durchzudrücken. So, das überschüssige Scheibenklebergedöns wird jetzt abgewischt, von hinten gehalten, dass man nicht wieder rausdrückt. Und dann sollte man nur in der Kante noch abgedichtet haben. Ja, Bro, not bad. Präsentieren euch jetzt die gecleante Heckscheibe. Ist auf jeden Fall ein guter Kompromiss, besser wie hier so einen Wischerarm zu haben. Die Scheibe selbst wird auch nochmal neu designt, also die Sticker kommen runter. Da machen wir dann schön was drauf, aber ja, das ist Zukunftsmusik. Jetzt muss erstmal der Rest hier geregelt werden und das Ding überhaupt erstmal auf die Straße kommen. Next one, hier vorne, da fehlt uns natürlich noch was. Man sieht es, Scheinwerfer. Habe mich ein bisschen informiert, ich wollte jetzt nicht hunderte von Euro ausgeben, aber mir war es wichtig, ein paar schicke neue zu haben, die ordentlich dunkel sind. Also gerade hier bei dem Lack wäre es halt geil, dunkle Scheinwerfer zu haben, aber im legalen Bereich. Deswegen haben wir uns hier 2 neue Scheinwerfer gegönnt. Chris, jetzt kannst du noch beweisen, was du hier für dein Unboxing kannst. 11K mittlerweile auf Instagram, jetzt will ich was sehen. Schick, guck einmal. Ja, ich glaube, alles in allem. Was meinst du? Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, oder? Also ich glaube, einen Scheinwerfer reinkriegen wir gerade noch. Ey, schaut euch mal den Vergleich an. Das sind hier die neuen, hier haben wir die alten. Vor allem mit Linse, gell? Ja, das sind Linsenscheinwerfer. Danke für die Information. Gerne schön. Also die haben die Leuchtweitenregulierung nicht drin, sehen wir hier. Die haben nur so einen Blinden drin, der bringt uns nichts. Deswegen übernehmen wir das jetzt hier von unserem originalen bzw. alten Scheinwerfer. So, das ist hier das Objekt der Begierde. Jetzt hier rein. Haben wir jetzt alles? Birnen haben wir natürlich nicht. Schade, wäre jetzt geil, die direkt einzubauen. Egal, können wir auch im eingebauten Zustand machen. Ich sage jetzt erstmal, hängen sie rein und schauen uns an, wie diese super sexy schwarzen Scheinwerfer dann am Wagen aussehen.
Die neuen Scheinwerfer sind drin. Sieht richtig sexy aus. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde diese dunklen Scheinwerfer mit dem Lack, die machen einfach echt was her. Ihr seht es schon, ich habe die Blinker hier. Wir haben uns entschieden, wieder auf orange Blinkergläser zu gehen. Einfach aus dem Grund, A, finde ich orange super sexy mit der Farbe. Und wir haben hier in den Seiten und hinten ja auch orange Blinker. Deswegen denke ich, wird das ganz stimmig und schön clean aussehen. Aber die hier, die wir haben, die sehen richtig übel aus. Man könnte sie versuchen zu polieren und so. Ich habe gesehen, die kosten wirklich kein Geld. Kriegst du ihn für einen Zehner das Stück. Deswegen werde ich die neu bestellen und dann machen wir hier unsere schicken orangen Blinker noch rein. Und dann wird das, glaube ich, ziemlich nice aussehen. Gefällt dir, hä? Oh, oh, oh! Jetzt kriegt er noch sein Gesicht, zumindest hinten. Scheibenkleber ist schon drauf. Kleben wir das auch gerade noch ein. Yes! Schön, schön. Vorne ist leider nicht mehr so schön. Deswegen werden wir das für vorne das Emblem auch neu kaufen. Als nächstes auf der Liste versuchen wir jetzt eine Sache zu regeln, die schon lange nur provisorisch hier verbaut ist. Und zwar diese Ventile, die Schläuche, die von unseren Airride-Dämpfern kommen, kommen wir jeweils hier raus. Wir müssen natürlich noch Schläuche bis in den Kofferraum legen. Da haben wir uns was überlegt. Wir haben jetzt hier zwei gleich lange Schläuche schon für die Vorderachse uns zurechtgeschnitten. Denn wir würden gerne die Schläuche für vorne durch den Innenraum legen. Wir haben am Unterboden dann keine Schläuche, denn von hinten können wir direkt durch die Reserveradmulde dann an unsere Steuerung im Kofferraum gehen. Also das ist jetzt wirklich mega elegant gelöst und es ging super schnell. Wir haben jetzt die Leitungen bereits hinten im Kofferraum. Ich zeig mal ganz kurz für die E36-Gang, falls ihr was machen wollt. Kabel kommen hier durch den Propfen rein. Hier unterm Teppich. Dann gehen wir unter diese Verkleidung, wo der Gurt ist, gehen wir unten durch. Kommen dann hier drüben raus. Hier sind die Luftleitungen. Legen wir hier einfach unter der Rücksitzbank durch. Und jetzt das Geilste. Seht ihr das Loch hier? Das kommt direkt hinten bei der Batterie raus, beziehungsweise unten unter unserer Platte. Das heißt, wir müssen nirgends aufpassen, dass uns die Schläuche abknicken. Wir sind hier schön in diesem Loch drin und haben jetzt die Leitungen da, wo wir sie brauchen. Und zwar genau hier bei uns im Kofferraum. Somit fehlt dem BMW jetzt eigentlich nicht mehr viel, um irgendwann nochmal zum TÜV zu können. Klar, ein paar Anbauteile, so wie die Leisten hier. Da brauche ich noch die neuen Clips. Und natürlich die Felgen. Ich glaube, ich kann mal schon so einen kleinen, Spoiler gebe ich euch schon. Denn einen Teil der neuen Felgen haben wir schon hier. Eieiei, Leute. Gut, gut, genug, genug, genug. Also, Felgen sind jetzt das Nächste. Wir müssen nur noch den Stern lackieren, das Bett polieren und dann schrauben wir die Dinger wieder zusammen und klatschen die hier drauf. Ich kann es kaum abwarten, das Ding endlich fertig hier am Boden vor der Halle stehen zu sehen. Bevor das aber passiert, müssen wir natürlich auch am Benz schauen, dass wir weiterkommen. Und dafür haben wir ja dieses Wochenende ganz fleißig das Diff hier entrostet und lackiert. Als Nächstes bräuchten wir jetzt eine Hinterachse. Hier liegt ja noch aktuell unsere ziemlich mitgenommene, verrostete Achse mit den kaputten Lagern. Und ursprünglich war der Plan, Chris bestellt einmal neue Lager. Wir entrosten das Ding mühevoll, weil es passt nicht bei uns in die Sandschallkabine und pressen neue Lager ein. Wir haben jetzt eine Alternative gefunden, die ist leider noch nicht gekommen. Bis nächste Woche sollte sie hoffentlich angekommen sein. Dann regeln wir das. Also ihr seht es dann auf jeden Fall im nächsten Video spätestens, wenn wir das Ding hier wieder zusammenbauen und dann hoffentlich auch im nächsten Video das Ding wieder auf eigenen Rädern stehen wird. Dafür muss, wie gesagt, die Achse verbaut werden und davor hat Chris gesagt, letzter Schritt an unserem Unterboden, bevor hier alles wieder reinkommt, ist es, hier an dieser Stelle, wo dann die Achse drin ist, wo du nie wieder rankommst, mit einem transparenten Wachs, ein grifffestes, transparentes Wachs, nochmal einen zusätzlichen Korrosionsschutz hier drauf zu sprühen. Das ist dieses besagte Wachs. Füllen wir jetzt in eine Lackierpistole und spritzen hier noch am Unterboden. So, Chris, was für eine Düse nimmst du da jetzt? 1,8er. 1,8er, das ist quasi dein Füller. Das ist meine Füllerpistole, genau. Bin ich mal gespannt. So, und damit sind die Unterbodenarbeiten am Benz offiziell beendet. Einmal kurz jubeln, Chris! Ja, okay, ich habe mir ein bisschen mehr Begeisterung von dir erhofft. Nächste Woche kommt die Achse rein mit dem neu lackierten Diff. Und dann geht es eigentlich auch schon ans Fahrwerk. Und dann können die Felgen wieder drauf und das Ding rollt wieder. Wir arbeiten wirklich parallel an sämtlichen Projekten jetzt, denn der Sommer steht vor der Tür. Der Golf geht nächste Woche zum TÜV, wenn es gut läuft. Das heißt, eventuell kann ich euch dann schon am Wochenende berichten, ob er es geschafft hat, ob ich damit unterwegs bin. Audi ist auch unterwegs, auf der Straße wieder. Und der BMW ist auf einem guten Weg, der Nächste zu sein. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder im Video. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis bald und ciao. Das war jetzt so mittelmäßig, aber das passt zu uns. Der Anspruch war ja falsch. Ah ja, tut mir leid, tut mir leid. Amateure hier. Bis nächste Woche. Blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.